Richtig. Man erkennt, wir haben Winter. Ja, lässt sich nicht verheimlichen. Ja, für mich gleich aus drei Gründen eine schwierige Jahreszeit. Ja, es ist kalt. Ist nicht so schön beim Segeln. Es ist relativ schnell dunkel. Also, wenig Tageszeit. Und drittens, man sieht es ja auch, die Boote stehen meistens draußen. Und man muss was reparieren. Also dann vieles schiebt man ja doch auf oder einiges schiebt man dann auf. Man sagt, okay, das hebe ich mir für den Winter auf. Und mein Teil 3 zum genialen Zubehör. Möchte ich auch ein bisschen drauf eingehen, aber nur ein Teil. Weil man soll ja nicht nur dem Boot was Gutes tun, sondern sich selbst ja auch. Bei mir passt diesmal alles in so ein Täschchen. Ja, man sieht da im Hintergrund auch ein bisschen Wasser. Oh Mann, das hat echt geschneit. Ja, sieht sehr schön aus. Aber, ich habe es ja schon gesagt, worum es mir denn schwerfällt. Und diesmal natürlich wieder nachhaltig, ist ja klar. Auch diesmal wieder keine Apps. Ich glaube, ich muss mal irgendwas über Apps machen. Weil ich nutze natürlich auch welche und gar nicht so wenig. Und natürlich auch lange haltbar. Also das ist ja, wie gesagt, eins von meinen Kriterien. Es soll alles lange halten und soll solide sein. Es kommt nicht wieder alles aus dem Yachtsport, eher wieder fast nichts sozusagen. Finde ich ja eigentlich auch spannend, weil nicht nur das Segeln ist sozusagen ein wichtiges Thema, sondern drumherum gibt es ja immer ein paar Sachen, die man für irgendetwas braucht. Ausrüstung, Zubehör, für Reisen in jedem Fall. Und dafür also auch in diesem Teil, sozusagen mein Teil 3, geniales Zubehör. Ja, ich wünsche dir viel Spaß bei den 5 Tipps. Vielleicht ist sowas dabei, was man sich auch schenken lassen kann. Manchmal gibt es ja so eine Phase, wo man sagt, Mensch, was wünschst du dir denn? Und dann hat man vielleicht eine Idee, wo man sagt, Mensch, das könnte ich vielleicht ganz gut gebrauchen. Ja, das ist das kleine Schmuckkästchen. Und so wie die Frauen Schmuckkästchen haben, gibt es natürlich auch Männer, die ein Schmuckkästchen haben. Gar nicht so leicht, ich würde sagen, bestimmt 500 Gramm schwer. Es gibt verschiedene Marken. Ich habe mich für die Firma Satra entschieden. Und wenn man aufmacht, ja, ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Aber so gerade Bezug auf verschiedene Metalle, die verschraubt werden mit Schrauben, unterschiedlichen Materialien, gehen manchmal eine Verbindung ein, die man schwer lösen kann. Manchmal ist es auch noch so, dass manche Schrauben mit Loctite gesichert werden, also so eine Klebesicherung, damit die sich durch Vibration nicht lösen. Gerade Motor und so ist ja doch immer mal wieder problematisch. Und wie kriegt man eine Schraube raus, die gefühlt nicht mehr rauszugehen ist? Aufbohren, rausbohren und rausfummeln, extrem aufwendig. Und da bin ich auf dieses Gerät gekommen, auf das möchte ich jetzt nicht mehr verzichten, ein Schlagbohrer. Wenn ich den jetzt mal rausnehme, also das hat richtig, richtig Gewicht, dieses Gerät. Hat also quasi hier vorne einen Konus zum Aufstecken für einen Adapter. Liegt natürlich gleich dabei. Das Schöne bei diesem Gerät ist, man kann es links und rechts rum machen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Wahrscheinlich jetzt nicht. Man kann also hier unten von links auf rechts rum schalten, dass das also in beide Richtungen zu drehen geht. Und wie funktioniert es eigentlich? Es funktioniert eigentlich so, dass wenn ich jetzt quasi eine Schraube hier unten habe, also ich habe hier mehrere Adapter drin, kann sozusagen jetzt hier als Beispiel jetzt nochmal Schlitzschraube sozusagen draufsetzen, könnte ich sozusagen das auf die Schraube setzen und mit einem kräftigen Schlag mit dem Hammer oben drauf, das werde ich natürlich nicht machen, dann ist gleich meine Halskappe jetzt vernichtet, kriegt das einmal einen Schlag von oben, dadurch bricht sozusagen die Loctite-Kleber. Und es dreht sich ein kleines bisschen in die Richtung, die ich eingestellt habe. Also rechts oder links rumdrehen. Wir haben ja beide gewinnende Arten. Also wenn wir öffnen wollen, rechts rum, also links rum öffnen. Also kleiner Schlag bricht quasi Loctite auf und es dreht ein kleines bisschen in die Richtung, die ich eingestellt habe. Und das funktioniert erstaunlicherweise sehr gut. Also ich habe das jetzt ein paar Mal nutzen müssen. Gerade wenn man an älteren Maschinen arbeitet, immer wieder problematisch, das zu öffnen. Und man sieht das im Kästchen hier auch. Ich habe also Kreuzschlitz, ich habe normale Schlitzschraubendreher, habe noch zwei, drei andere Adapter da drin, die ich da so einsetzen kann, wenn ich ein Format habe, was ich jetzt quasi sonst nicht habe.
Also hier in diesem kann ich sozusagen auch andere Varianten noch einsetzen, dass es also für fast alle Modelle gibt. Und das Ding hat richtig Bums, richtig Gewicht. Und ja, mit einem kleinen kräftigen Schlag oder zwei Schlägen viel Erfolg. Also Schlagschrauber, tolles Instrument, kleine Schatulle, würde ich jetzt also nicht mehr hergeben. Meine Empfehlung Nummer 1. Und ja, vielleicht ein kleines Geschenk, wenn man manchmal sagt, Mensch, was könnte ich mir denn wünschen, wenn man sich mal was Schönes wünscht. Ja, kann ich nur empfehlen. Zack, einpacken, reinpacken, Schächtelchen zu. Sieht sogar ein bisschen elegant aus. Daumen hoch für den Schlagschrauber. Ja, Tipp Nummer 2 ist ein bisschen größer, aber nicht viel größer. Kleine Schachtel, nicht mehr so ganz edel wie das andere, aber Inhalt ist trotzdem toll. Ich öffne mal und ich habe hier einen Leinenschneider. Der sieht dann noch gar nicht so nach Leinenschneider aus, weil ja, Rope Cutter auf Englisch sozusagen, aber Deutsch ist auch schön, also Leinenschneider sozusagen. Dazu gibt es quasi, das ist das wichtigste Teil, packe ich gleich mal aus. Damit schneiden wir letztendlich die Leine, also schon ein paar Mal genutzt, also regelmäßig genutzt. Was haben wir noch mit drin? Ich habe hier noch drin hier so eine Bürste, um Kontakte ein bisschen zu reinigen. Und es gibt einen kleinen Schlüssel hier drin, um das einzuspannen. Also eigentlich ganz einfach zu machen. Ich kann das sozusagen hier einstecken. Ja, genau, ein bisschen festziehen. Soll ja nicht rausrutschen. Kann man einmal noch ein bisschen mit Spannung nachziehen. Okay, das war's dann schon. Und dann habe ich jetzt noch ein bisschen Kabel dran, um es gleich mal auszuprobieren. Wie funktioniert das gute Gerät? Also, simpler geht's gar nicht. Ich habe einfach nur einen Einschalter. Hier oben habe ich eine kleine Diode. Die leuchtet grün, dann zeigt es an den Strom. Ich würde jetzt hier vorne nicht mehr anfassen. Das Ding wird so heiß, also ja, schneidet nicht nur Seile, schneidet auch Finger sozusagen. Und ich habe jetzt einfach mal als Probe mal so ein Stück hier, also 6 mm oder 8 mm ist das sozusagen. Wichtig ist natürlich, es geht natürlich mit Leinen nur, die eine Kunststoffseele haben. Man sieht jetzt auch schon, das Ding wird richtig glühend. Und wenn ich jetzt schneide, geht durch wie Butter, wie so schön heißt. Zum Schluss also einfach mal die Seiten nochmal so ein bisschen glätten, dass wenn man anfasst, sich das immer nicht so verletzt. Und genau, kurz hochlegen, damit das sozusagen nicht festklebt, wie es gerade bei mir gerade so ein bisschen war. Und jetzt habe ich nur so ein kleines Probestück. Und ganz wichtig, hinterher ist dieses Ding bestimmt noch 2-3 Minuten heiß. Ein Nahtblatt, dieses Gerät, dieser Leinschneider, geht nur mit 220 oder 230 Volt, also nicht 12 Volt, weil hier ist auch ein bisschen Strom hinter. Also genau, 220 bis 240 Volt steht drauf und also brauche ich irgendwie Landstrom sozusagen. Oder ich habe einen Inverter, der kann es ausschaffen bis 1000 Watt, dann klappt das sozusagen. Genau. Ja, also Leinenschneider, wichtig. Also wir haben ja fast nur noch Kunststoffleinen, wir hatten noch Sisal oder Hanf oder so. Vielleicht Traditionssegler, aber selbst die sind inzwischen, können sich ja so gar nicht mehr leisten, solche Leinen. Und die haben extrem gute Bruchlast, fassen sich schön an, diese Leinen. Und bevor man das immer abtebt oder Tagli macht heute auch kein Mensch mehr, ist das also die beste Wahl, schnell meine Leine zu kürzen, dass das nicht so ausgefranst ist und der Mantel sich immer mehr auftrennt. Ist also nicht nur unsymmetrisch, ist auch eine Verletzungsgefahr und sieht eben auch nicht schön aus. Genau. Also, Tipp Nummer 2, der Leinenschneider. Ja, Tipp Nummer 3, 4, 5, zeige ich gleich mal im Set, weil macht nur im Set Sinn. Aber Thema autark sein, nachhaltig, langlebigen Produkten zu arbeiten, finde ich toll. Erzählt ja auch inzwischen jeder. Und jetzt stelle ich mir das vor, egal wo ich bin, kann ich mir damit relativ schnell einen wirklich leckeren Espresso machen oder Cappuccino oder Milchschaum mit Kaffee. Wie funktioniert dieses Set? Also alles stromlos,
brauchen wir also keinen Strom für. Dieses kleine Gerät, das ist, glaube ich, am schnellsten erklärt, das ist ein kleiner Milchaufschäumer. Warum gerade den? Dieses Gerät hat sozusagen den großen Vorteil, also es gibt ja viele Schneebesen, aber ich empfehle den, nutze inzwischen den auch nur noch, weil diese Form auf dem Topf brennt nichts unten an, macht super gut Schaum, ganz wichtig nur quasi haltbare Milch nehmen, also frische Milch geht nicht so gut, geht aber nicht so gut, circa 15 bis 30 Sekunden schnell quirlen, 55 bis 60 Grad heiß muss die Milch sein und dann kann man sich richtig schön leckeren Milchschaum machen. Und zwar in jeder sozusagen Schaumstärke. Also meine Frau mag es gerne feinschäumiger, da dauert es ein bisschen länger, ich ein bisschen weniger. Also kann man manuell super gut mit Milch, quasi klar, man muss es mit Gas erhitzen oder Strom, aber wir machen das jetzt mit Gas, ist ein guter Energieträger. Geht super schnell, Topf rauf, nach 3 Sekunden ist die Milch warm oder heiß, sagen wir 55 Grad. Schäumen und zack, erledigt. Gut, das ist der Milchschäumer. Jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Gerät. Ich nehme das mal zur Seite. Den jetzt hier. Ups, genau. Man sieht schon, das ist ein bisschen Gewicht. Diese Kurbel kann man abnehmen. Das ist also manuelle Mühle. Hier oben kommen die Kaffeebohnen rein. Kann ich gleich mal demonstrieren. Viel wichtiger ist das untere Teil hier. Hier kann man nämlich sehen, hier unten dort kann man einstellen den Grad, den Mahlgrad, wie man haben möchte. Also eigentlich ist dieses Mahlwerk das entscheidende Kriterium, hochwertig oder nicht hochwertig, das ist hochwertig. Kann man also, indem man verstellt, feinen Mahlgrad einstellen. Also wir machen es ziemlich fein. Und das hier unten ist nur noch der Auffangbehälter. Hier kommt quasi das Mahlgut rein, aus dem man dann her schöpfen kann. Und das dritte Gerät, also hier aufsetzen, Kurbel, zack, und dann kann man kurbeln. Und das dritte Gerät ist dann eigentlich die Espressmaschine. Manuell einschaltbar. Oben ist hier die Entscheidung. Hier oben kommt ja der Kaffee näher raus oder Espresso raus. Die Kappe dreht man auf. Dann sieht man vielleicht hier so ein bisschen, da wird das durchgepresst. Hier ist sozusagen, hier kommt der Espresso rein. Der gemahlene, man sieht auch so ein bisschen mit dem Sieb, kann man so ein bisschen durchgucken, da sieht man das Sieb drunter. Und hier kommt das heiße Wasser durch, und zwar von der anderen Seite, von der Seite, ist quasi der Wasservorratsbehälter. Da gibt es einen Eichmaß, einen Strich, bis wenn man voll machen kann, man kann auch einen halbvoll machen. Hier wird das durchgepresst und das ist sozusagen die Pumpeinheit. Also das Gerät reindrücken, man kann das sichern, dann ist das quasi gesichert zum Transportieren. Zack, kommt das raus. Und wenn man drauf drückt, erzeugt man 15 Bar. Also mal im Unterschied, es gibt ja auch Espressomaschinen, die elektrisch funktionieren. Die schaffen in der Regel 12 Bar. Also hier bin ich manuell besser, stärker sozusagen. Ist ja auch nicht viel Wasservolumen, was ich durchpresse, als mit einer Maschine. Und das kann ich mir also genauso einstellen. Haben wir jetzt schon mehrere Jahre. Ich nutze das Ding, egal wo ich bin, das Ding kommt immer mit. Kann man also sehr schön in der Größe verpacken. Heißes Wasser rein, Espresso, gemahlene Espresso-Bohnen sozusagen, verschrauben und dann, ich werde euch gleich nochmal in der Praxis zeigen, wie es funktioniert, wird dann hier so rumgedreht, raus und dann wird, ich weiß nicht so, 15 Hübe gemacht, dann ist quasi, kommt das hier unten raus und dann schmeckt das lecker. Ja, zur Demonstration für die Kaffeemühle. Ist zwar nicht kompliziert, aber ich zeige es trotzdem. Deckel ab, ist also nicht verschraubt oder so. Ein bisschen Kaffee, hier gibt es einen kleinen Schäufelchen, hier hat also mehrere Funktionen, zeige ich jetzt gleich noch welche Funktionen. Dippt man so viel rein, wie man möchte. Espresso gibt es ja in verschiedenen Stärken, Espresso-Bohnen. Und da sucht man sich seine Stärke seiner Wahl aus. Deckel drauf. Also hier, das ist auch nicht irgendwie geschraubt oder so. Also einfach, aber sehr wirkungsvoll. Draufstecken und wird geschraubt. Wenn man schraubt, so ein bisschen festhalten. Das mache ich jetzt mal nicht vor der Kamera, weil sonst reiße ich mir gleich die Kamera hier um. Und ich würde sagen, ich brauche ungefähr vielleicht 20, 30 Sekunden. Dann habe ich die Bohnen gemahlen. Manche mag das vielleicht lange sein, sagen, Mensch, elektrisch ist doch viel besser.
Ich favorisiere tatsächlich diese manuelle Art, nicht, dass wir nur keinen Strom brauchen, sondern es ist auch so eine Art Vorbereitung. Man spürt auch, wie die Bohnen gemahlen werden. Es hat auch was sehr Haptisches. Es riecht jetzt schon, leider könnt ihr das jetzt nicht riechen, man kann es nicht riechen. Es riecht jetzt auch schon sehr stark nach Kaffee, nach Espresso. Also die Vorfreude wird schon gesteigert. Ne? Und diese 20 Sekunden, bisschen körperliche Aktivität, das ist nicht schwer, hat man also wirklich das Mahlgut dann hier dran. Hinter, ne? So, jetzt habe ich ein bisschen gemahlen. Und kann man jetzt natürlich beim Licht nicht sehen. Also ich würde sagen, das ist jetzt viertelvoll. Vielleicht zu dem Mahlwerk noch mal was. Dieses Mahlwerk malt feiner als eine elektrische Maschine. Also wer sich auch ein bisschen körperlich ertüchtigen will, ja, es ist ja nicht schwer tatsächlich, aber das Mahlwerk wird wahrscheinlich auf jeden Fall lebenslang halten und es malt eben viel feiner auch noch als eine elektrische. Macht nicht nur Krach in dem Sinne, sondern eben auch, ja, ich glaube, das kann man auch vererben. Das ist jetzt, das wird auf jeden Fall lebenslang halten. Sehr, sehr schön. So, wenn das Mahlgut hier drin ist, muss es quasi jetzt nur noch in den Espressomaschine. Also Deckel runter. Da haben wir diesen kleinen Auffangbehälter. Da kommt es dann rein. Da gibt es mehrere Techniken, sag ich mal. Ich krümel hier so ein bisschen das jetzt hier rein. Da kann man bei dem Licht jetzt nicht so gut gehen. Man kann das auch mit dem Löffel machen. So, dann irgendwann ist das hier so voll. So ein Häufchen drauf. Und dieses Häufchen, dafür ist dieses Gerät nochmal da. Das ist so, wo ich die Kaffeebohnen reingemacht habe. Es hat eine Mehrfachfunktion. Das quasi presst sozusagen jetzt den Espresso zusammen. Also ich drücke hier einmal richtig kräftig. Dann ist das so, ja, kann nichts mehr rausfallen. Kann man natürlich auch stärker machen, wenn man möchte. Oder ein bisschen nachlegen. Also die Espresso-Messe, damit kann man auch tatsächlich die Stärke seines Espressos ein bisschen bestimmen. Und da ich jetzt ein bisschen kräftiger haben will, bei dem Wetter, bei dem Klima kann man das also ruhig ein bisschen stärker. Also ich brauche es ein bisschen stärker jetzt sozusagen. Dann kann ich mir das also gut einstellen. Jetzt krümme ich ein bisschen rum, weil ich hier hinter der Kamera das mache. Passiert im Normalfall also nicht. Dann kommt das also krümelfrei sozusagen auch. Genau. So, damit ist sozusagen das hier drin. Zack, hier oben rein. Den Sieb sozusagen festschrauben. Handfest, alles nur handfest. Muss also nicht groß. So, jetzt ist die Maschine eigentlich schon startklar. Es muss quasi nur noch heißes Wasser da rein, da drauf und dann koste ich gleich mal. So, Gläschen holen. Maschine ist startklar, heißes Wasser drin. Jetzt kommt ein bisschen heiße Milch, also nicht heiß, also wie gesagt, das sind 55 Grad. Ich mag mir den Schaum nicht gar so dünn machen, so klein und eher so bisschen gröber. Genau, aber jeder so wie er mag. Wie gesagt, das funktioniert super. Und der letzte Eck ist tatsächlich nur noch heißes Wasser ist drin. Und jetzt möchten wir ein bisschen Espresso rein haben. Riecht schon super. Also für jemanden, der am Tag 10-mal sowas trinkt, wahrscheinlich nicht das richtige Produkt. Aber wer so 2-3-mal am Tag das macht und ja, ich mache das mit meiner Frau oder mal Besuch sozusagen, dann ist das eigentlich, finde ich, sehr, sehr schön. Also einfach, man nimmt sich ein bisschen Zeit dafür, entschleunigt sozusagen auch gleich. Das ist ja auch im Moment total modern zu entschleunigen. Und ja, man freut sich schon, es riecht schon sehr gut. Man macht alles quasi mit der Hand und ich finde, das sieht sogar auch gut aus. Ne? Also ich weiß nicht, bei dem Licht ist natürlich jetzt gerade nicht so toll, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, wäre es natürlich alles viel, viel schöner. Genau, und dann hat man das, was man hier oben reingemacht hat. Ich weiß nicht, das ist also nicht viel drin. Ne? Und 14 heißes Wasser, da kann man ja wie gesagt noch ein bisschen reduzieren. Und dann hat man sich so sein Espresso gemacht und ich mache das also mit Milch und Espresso rein. Toll. Also das ist so eine kleine Belohnung für das, was man da vielleicht so gemacht hat oder einfach sich in die Sonne zu setzen oder auch wenn schlechtes Wetter ist, das ist einfach eine sehr schöne Gelegenheit. Man sieht, das tropft auch gar nicht mehr groß nach und jetzt ist quasi die Sache erledigt und jetzt sage ich einfach mal, Prost sagt man ja nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie sagt man eigentlich bei Espresso? Bon Appetit würden die Franzosen sagen, aber glaube ich auch nicht bei Espresso. Also ja,
viel Spaß beim Nachmachen. Vielleicht ein schönes Geschenk für sich selbst. Kann sich auch mal selbst beschenken. Man soll sich ja selber Gutes tun. Und viel Spaß damit. Ne? Okay, ciao.